Falsch. Ja, er wird auf den Schuss getriggert. Movement, 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 Movement. Ist der gerade resistent? Nee, er hat noch kein Schild. Jetzt hat er ein Schild. Okay, Movement. Einfach laufen! Ah, der hat jetzt auch ein Schild. Okay, also einfach immer nur im Kreis laufen sozusagen, bis dann immer ein Stück weiter. Flo, wo bist du? Ja. Ich habe nicht viel von denen, also ich brauche eine relativ... Naja, ich brauche nicht sehr lange. Ihr müsst mich auf jeden Fall immer wieder retten, weil ich kann mich selbst nicht damit heilen. Autsch. Das war jetzt perfekte Kombination. Und in dem Moment habe ich mein Skill eingesetzt. Oh Gott, das tut gleich weh. Ah, wegrennen. Autsch. Okay. Flo, dich kriege ich von hier. Oh, Flo. Ich bin ja schon weggerannt. Ich versuch's gleich nochmal. Da, nicht nochmal drauf gehen. Ach, der ist gerade frei. Ich hab nur Feuer, aber. Komm, so. Also Schaden kann ich hier nicht wirklich machen. Aber ganz ehrlich, niemand, also ich mache ihn auch nicht sehr viel Schaden, um ehrlich zu sein. Trotz Säure. Ich habe auch nicht unendlich Muni, das heißt, irgendwann ist vorbei. Moment, kommt er gleich aus seinem Ding raus? Bei den kannst du auf jeden Fall dann Schaden machen, den Typen. Ah. Gleich ist er tot. Ach fuck, ich habe verfehlt. Weil der Gegner direkt daneben steht. Schieß weiter. Ich nehme mal gleich den Sheetbooster auf, damit ich nicht drauf gehen kann. Muss André machen, Battle Rap. Flo, schießt du etwa gegen den, der Resistenz hat? Flo? Kettenblitz, dann geht er. Ich dachte gerade, du schießt, weil du direkt vor ihm standst. Okay, einer von denen wird gleich down. Ja, jetzt habe ich. Au! Moment, denke ich immer da dran. Ah, oh. Danke. Ihr müsst euch ein bisschen zusammenrotten. So. Na gut, das klappt ja jetzt gerade ganz gut. Okay, einer ist draufgegangen. Zwei. Zwei? Okay, sehr gut. Jetzt müssten sie alle gleich draufgehen. Dauert nicht mehr lange. Ja, okay, er hat kein Schild. Ist ja eigentlich, das ist seine Schwäche. Ich sehe das nicht. Wenn dann Feuer. Er hat Standard. Ja, ich schon. Ich nehme aber einfach Explosionsschaden, weil es insgesamt wesentlich mehr Schaden macht. Okay, weiter geht's. Da ist noch einer, der ist gleich futsch. Ja. Kriegst du ihn? Oh ja, ich bin gleich. Ja, ich bin gleich. Es dauert nicht lange, dann habe ich es wieder aufgeladen. Du bist er ist down. Ich hol. Au! Okay, der macht jetzt so ein bisschen AOE und am besten so auf Distanz bleiben. Jo, ich merk schon. Er hüpft auch ganz nett. Flo, renn dann gleich weg. Du bist nämlich sehr nah dran. Oh, er springt hinterher. Er weiß genau, was er tun muss. Guck mal. Ja, tatsächlich, Feuer ist seine Schwäche. Ist ja wunderhübsch. Ja, da habe ich einen leichten. Da hab ich ja. Ja, deswegen. Das ist perfekt. Dann hast du wenigstens gegen ihn eine sehr gute Waffe. Ich kann ihn ja versuchen zu slaggen, dann kannst du mit den Feuerwaffen weitermachen. Ja, da ist er voll geslackt. Und tot ist er Session. Ja. Und da lebt er wieder. Und da ist er wieder tot. Jetzt musst du einen Moment warten, tut mir leid. Genug kann ich da ja nicht weg. Das macht nichts. Also ich bin schneller mit meinem Aufladen, als du drauf gehst. Das ist ja das Coole. Keine Muni mehr. Na gut, weiter geht's. Ja.
Stark, jetzt habe ich ihn getroffen. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf, aber ich glaube, ich gehe drauf, wenn ich das... Ruhe bewahren. Ich spüre ein Messer in meinem Rücken. Aua. Okay. Das hat besser funktioniert als erwartet. Fuck, ich habe schon wieder ihn getroffen. Was mache ich denn? Ich komme da nicht schnell genug weg. Ich muss gleich mal wegrennen. Ja. Ja. Oh, ich konnte dich nicht mehr heilen. Toll. Au. Na toll, ich habe noch eine Rakete. Ja, ja, Raketen habe ich auch keine mehr. Meine Muni war sowieso bald alles. SMG leer. Ich hab noch... Moment, da ist die richtige Waffe. Aua. Ich hab noch 700 Schuss. Oh, fuck. Hat er überhaupt irgendeine kritische Trefferzone? Ja, hat er. Noch keine gefunden. Wo? Keine Ahnung. Oh, okay. Ich dachte, weil du ja sagst, weißt doch wo. Ja, ich hab mich gekritzt, aber keine Ahnung. Okay, jemand müsste mir helfen. Ja. Dankeschön. Auf die Beine mit dir, Soldat! Ach ja, ich kann euch auch heilen. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Meine Schüsse heilen euch. Danke, Flo. Ja, ouch. Das ist schon echt böse, Vieh. Flo, wo bist du? Ja. Da. Hier, ein bisschen Health für dich. Oh, oh, er verfolgt mich, ja. Jupp. Was trifft mich da überhaupt immer? Okay, Flo, wenn du mich heilst, kann ich... André sofort heilen. Du kommst wieder auf die Ich hab keine Ahnung, ich glaube, es sind diese Dinger, die er wirft. Ja, ich weiß es auch nicht, was mich da immer getroffen hat. Fuck, ich hab schon wieder ihn getroffen, das gibt's doch nicht. Das wird wieder, das wird wieder. Nein, das wird nicht wieder. Ich bin nämlich jetzt auch fast drauf gegangen. Ich kann dir nicht helfen. Halt dich noch ein bisschen drauf, ein bisschen Schaden machen. Ja, vielleicht kriegt dich Flo auch, jetzt macht er nämlich gerade überhaupt nichts. Super, sehr gut. I'm out of here. Fuck, falschen geheilt. Oh, was war das denn? Oh, komm schon! Er hat zweimal hintereinander AOE gemacht. Da! Fuck. Ich versuch dich zu heilen, André. Wenn du herkommst, ja, ist eine gute Idee. Nicht bewegen. Das war's. Lol. Wir einfach instant unsere gesamte Health weghaut. Ja, das bringt nichts, darauf noch zu schießen, du. Glaub mir, du killst ihn nicht. Hui. Alter. Wie viele fucking Punkte fehlen mir denn eigentlich noch? Wieso krieg ich. Die hat ihn halb runter, hey! Yay! Das Problem ist immer, wenn ich versuche euch zu heilen, dann, wenn ich euch nicht treffe, sondern ihn, weil er viel größer ist, dann dauert es halt ewig. Wenn ich drauf gehe, kann ich gar nichts mehr machen. Was nochmal probieren? Na klar. Wenn du voll auf Facelock geskillt hast, so ein bisschen Heilung, dann kannst du ungefähr alle 10 Sekunden Dingens machen. Ja, so in etwa kann ich das auch. Bloß okay, wenn ich ihn treffe, dann ist halt sehr unpraktisch. Warte, ich guck nach. Wo haben wir es? Wo hier drüben? Munition. Ja, also die Dauer. Ich weiß nicht, wo die Aufkühlzeit ist, aber. Müssen wir mal gucken. Gibt es überhaupt irgendwo eine Abkühlzeit? Ich glaube, das gibt's nicht. Das hat was mit der Länge zu tun. Tja. Das Problem ist, dass auch gerade meine Feuerwaffe nicht die stärkste ist. Was haben wir denn hier noch? So, dann nehme ich noch die Sniper Rifle mit. Ist vielleicht besser. Ich will den Typen killen. Das kriege ich wieder hin. Nee, das kann ich nicht machen. Okay, im Notfall kann ich dann meine Sniper Rifle Ammo nutzen, um euch zu heilen. Alle drin? Jo. Los geht's. Ah, ich habe einmal noch 10.000 Schaden machen dürfen. Hey, wir können ihm noch Schaden machen. Jetzt nicht mehr. Verdammte Resistenz. Ist es vielleicht schlauer, einen von denen am Leben zu lassen, oder geht es nicht? Naja, der schildert dann irgendwann wieder den dicken. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, aber er kann doch dann, der macht dann wenigstens nicht mehr so viel AOE.
Ja, aber wenn das Schild nicht runtergeht, können wir auch einen Schaden machen. Das stimmt. Aber hier, so, hier kommen wir ja eigentlich klar. Zumindest Aua. Ich nehme auch immer so viel Schaden, das gibt's gar nicht. Hey, das ist ein Schildboost, den brauche ich. Das ist ja auch eine sehr interessante Waffe, Flo. Das sieht aus, als würdest du so einen Säurestrom schießen. Mhm. Hey, er hat kein Schild aktuell. Jetzt hat er ein Schild. Flo, pass auf, deine Health. Wo ist denn die erste Jacobs? Ich kann mich auch nur aufs Heilen konzentrieren, das geht natürlich sehr gut. Ich hab nicht unendlich viel Munition dafür. Ich muss natürlich auch treffen ab und zu. Ja, im Notfall habe ich halt noch über 1000 Schuss SMG-Muni. Ich treffe euch aber nicht so gut. Aua. Flo. Danke. So. Ja, das funktioniert echt gut. Und alle volle Health. Noch. Autsch. Weg ist mein Sound für eine Sekunde oder so. So, Flo, da. Hast wieder Health. Und jetzt nicht mehr. Pass auf, dass du nicht zu viel auf einmal kämpfst. Autsch. Und vor allem nicht zu weit wegrennst. So. Yay, es klappt. Sieht immer noch voll auf. So, ich habe jetzt mit meinem Nahkampf-Skill 2 niedergelegt. Jo, und da bist du auch niedergelegt worden. Da, hier noch etwas Health. Ja, ich, dafür habe ich mehr Munition jetzt. Oh, nicht so doll bewegen. Ich muss dich nämlich anschießen, um dich zu heilen. Okay, jetzt fallen gleich 2. André, pass auf. Ja. Ich kann Session nicht heilen. Das packe ich noch. Nein. Kein Risiko eingehen. Nein, ich muss nachladen. Da, bitteschön. Boah. Das war sehr knapp. Vor allem, wenn der Typ da direkt neben steht, musst du weglaufen, sonst kann ich unter Umständen verfehlen. Vor allem 2 Schusshand nur noch. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du fällst, bist du tot. Kommst nicht wieder. Nicht rangehen, Session. Ich weiß, du kannst im Nahkampf viel Schaden machen, aber ja, genau. What the? Das Problem ist, dass er auch One-Hitten kann, wenn ihr kein Schild habt. Das ist echt unangenehm. So. Ihr habt mal wieder Health. Und ich hab noch 37 Schuss mit der Sniper Rifle. Danach wird das Heilen etwas schwierig. Aller Säure funktioniert auch ziemlich gut. Vor allem, er macht AOE, ohne dass man merkt, dass man Damage bekommt. Also ohne dass man weiß, woher die Damage kommt. Ne? Ist einfach random Damage. Aua. Aua, ja. Ja, ich musste irgendwie Äxte werfen. Ah, bitteschön. Ah, okay. Diese komischen Dinger, die hier anfliegen, die machen ganz schön viel Schaden. Ja, diese Granaten, die ja wirft oder was immer das ist. Ja, es kommt mir so vor, als wenn das Rasierklinge oder so. So, jetzt habe ich dich auch endlich mal getroffen. Leute, aufteilen ist ganz schlecht. Session, kannst du rüber zu uns? Aua. Da hinten seid ihr. Ja.
treffe ich dich denn nicht? Okay, das ist sehr merkwürdig. Ich bin zu schlecht im Aim. Aua. Keine Muni mehr. Ich weiß Aua. Nicht, was das diesen Schaden macht. Keine Ahnung. Random Damage, einfach so. Boah, das ist ja ekelhaft. Deswegen, wenn ihr so weit weggeht, dann wird es schwierig, mich mit einer Snap Rifle zu treffen. Da, geht. Da, jetzt kommt wieder Random Damage. Ach, siehst du? Ist einfach random. Wenn er diese Attacke da macht, dann macht er einfach Damage. Egal wo man ist, egal was man macht. Glaube ich zumindest. Ja, die geht bis draußen. Flo, bleib mal kurz stehen. Du hast deine Health wieder, ja. Ich bin auch gleich tot. Ich muss weg hier. Autsch. Sonst falle ich auch um. Da. Au. Ja, es ist nicht. Au. Ohne irgendwas, ja, das war's. Ja, yeah, das ist einfach geben. So ein Tilt-Damage. Ein Tod. Was soll man denn da bitte machen? Am Ende des ganzen Let's Plays. Ja, wenn wir noch ein bisschen stärker sind. Ich weiß aber auch nicht so recht, was man dagegen machen soll. Ich kann euch nicht alle gleichzeitig heilen. Weil ich nichts hab, was ich hier in diesen in den Facelock nehmen kann. Ich mach nur Schaden damit. Ich hab nichts daraus gelernt. Außer, dass wir es nicht nochmal probieren. Okay, dann würde ich sagen, das war der erste DLC. Scarlet and her Pirate's Booty. Wir kommen vielleicht später nochmal zu dem Gegner zurück. Ich bin Classified P und die drei Leute kennt ihr noch, glaube ich. Hi. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.